dumme, mikrokleine Menschheit. Der megagroße Dingsbums-Weltführer spricht. Baut die Menschheit lauter Scheiße, rettet sie der Weltführer doch nicht leise. Nicht leise. Sondern zur Strafe gibt's wieder Selbstbeweihräucherung. Und nicht zu knapp. Denn Veni Vidi Vici, da hat der Weltführer wieder etwas rausgefunden. Da steht hier, eure dummen, kleinen Schwachköpflein von Trugreim Dingsbums, die in ihrem ganzen Leben nie etwas zustande bringen, außer Geschichten erzählen. Einerseits. Und andererseits das Universalgenie von Planet Erde, die intellektuelle Krone der Schöpfung, der Imperator des Scharfsinns auf Planet Erde und zukünftige Babysitterator, geistiger Hosenscheißer in der globalen Babysitterkratie, hat auch jetzt wieder erneut im Fall Frau Geliebs etwas Neues herausgefunden. Versteht ihr? Wenn sie das Universalgenie, der braucht sich nur hinsetzen. Also ich. Und dann fällt mir was ein. Dann fällt mir etwas ein. Und wenn man meine Website anschaut, sind es oft Weltsensationen, wo eine dumme Menschheit nur einfach zu dumm ist. Und auch hier ist mir was eingefallen. Wie gesagt, ich habe Fälle mit realen Beweisen. Aber das ist jetzt ein Fall, wo ich eine Hypothese weiterentwickle, praktisch. Die aber durchaus schon in einem Stadion sich befindet, wo damit zu rechnen ist, dass der Täter ermittelt werden kann, wenn die Polizei auf meine Überlegungen eingeht. Und zwar ist es so, dass ja schon länger, ich bin nicht der Einzige, der je was von Raiffeisen und Frau Geliebs gesagt hat. Nein, nein. Aber ich bin der, der auf unnachahmliche Weise hier über erste oberflächliche also Leute haben so oberflächlich ein bisschen, ja, da hat ja so Reifeisen in der Nähe. Aber ich habe das dann fundiert, viel, viel mehr vertieft. Und heute ist das Thema Reifeisen total mit mir verbunden. Sieht man hier. Ich werde zwar benachteiligt, aber wenn man die Google-Suche dann so ein bisschen weiterführt, also nicht nur Frau Geliebs, sondern auch noch Raiffeisen, dann sieht man, dann werden meine Sachen noch erwähnt und
Ja, das sieht man. Das ist total mit mir verbunden. So. Also, wie kam's? Ja, ich, also der zukünftige Weltführer, hat sich heute gedacht, was macht denn die Alte? Dann hat er gegoogelt. Und dann war der letzte, der aktuellste Artikel, wo ich gefunden habe, 18.07. Gut, da habe ich auch noch was, aber das ist der 3.08. Da ist Frauke Liebs nur am Rande, aber hier der aktuellste Artikel, so, wo es wirklich um den Fall Frauke Liebs geht, Radio Herford, so, bin ich reingeklickt. Also das alte Geschwätz hier. Habe gedacht, ist das überhaupt ein Artikel aus 2024? Das sieht mir viel älter aus. Bin ich aber mal da rein. Dann labert die da eine, meine Intimfeindin, beziehungsweise ich bin der ihr Feind. Die tut da so nett, aber das ist eine, ein Weib, die unheimlich giftig ist, wenn man mit ihr zu tun hat. Und ja, ich habe in die Hinweis-Mailadresse, da habe ich mich mal gemeldet. Gab es keine Reaktion. Dann habe ich dort, wo sie beim Weißen Ring da im Büro hockt, oder gehockt ist, oder was auch immer, habe mal angerufen. Und dann war sie giftig und hat mir mit allem Möglichen gedroht. Also wir zwei sind uns Spinnefeind, nachdem sie sich so gegen mich verhalten hat. Ich habe ja nichts gegen sie gehabt, aber sie gegen mich. Und dann ist sie selber schuld. Also, alles Blödsinn da, was ich schwätzt. Die Frau schadet, hat der Aufklärung des Falles geschadet. Und zwar mit der Nieheim-Huren-These. Mit der These, dass die Frauke, obwohl ihr Freund auf sie gewartet hat, oder ihr Mitbewohner damals, noch einfach unentschuldigt zum Ficken nach Nieheim gefahren ist. Weil was soll man nachts in Nieheim von Paderborn aus ficken? Und dann habe ich gesagt, das ist die Nieheim-Huren-These. Eine Schlampe, die sich praktisch wo alles praktisch so war, dass sie jetzt nach Hause, zu Hause erwartet wurde von ihrem Mitbewohner, weil der ja der nicht schlafen konnte, weil sie keinen Schlüssel hatte. Er musste sie reinlassen. Aber dass die eine Spontanbekanntschaft, versteht ihr, das war ja so, dass niemand, also wo sie sich verabschiedet hat oder so, wusste niemand was, dass sie jetzt irgendwie nicht nach Hause geht. Sie hätte ja gerade noch auf dem Weg bis zum Ausgang von diesem Pub oder so spontan einen Typ sehen müssen und sich spontan zum Ficken in Nieheim verabreden. Und dass der jetzt so unkontrolliert das Loch juckt, dass sie praktisch, ja, also so ein Verhalten, da wird die Frauke
wie eine Hure dargestellt. Die Annahme, dass die erste SMS aus Nieheim freiwillig war, macht die Frauke zu einer Bielchen-Nutte, sage ich mal. Ja. Und das werfe ich all denen vor. Die hat die ganze Medien auf ihren Blödsinn eingeschworen, der ja, glaube ich, ursprünglich von der Polizei kam. Aber auf jeden Fall, sie hat diesem Fall geschadet. Saumäßig. So, dann labert sie. Dann bin ich da einfach so durch. Da grinst sie so. Und dann labert sie mit dem Typ da zusammen. Dann watscheln sie zusammen durch Paderborn. Und dann kommt das Teil, wo ich dann, ja, wo sie zum Nieheim geht. Und ich lasse das Video mal nicht laufen. Was weiß ich, ob's da noch Ärger geben könnte. Ich lasse es mal bei diesen, Screenshot-Sprüngen. Also, und das ist in Nieheim dieser komische Sendemast. Und dann hat sie gesagt, das ist jetzt, glaube ich, Paderborn, Raiffeisen, aber sie hat gesagt, der Täter hat ja immer irgendwie Industriegebiete zum Anlass oder in der Nähe von Industriegebiete sich aufgehalten. Könnte es dann sein, dass es in Nieheim dieses Industriegebiet das ist, ne, wo ist es denn? Moment. Die hat ja irgendwas gesagt, in Nieheim, das Industriegebiet. Na, das ist jetzt, was sie da. Moment, ich muss mal kurz. So, das ist jetzt die Szene, wo sie gesagt hat, der Täter hat auch oft Gewerbegebiete angefahren. Also, wäre die Überlegung, ob in Nieheim das Gewerbegebiet Adlersfelde eine Rolle spielt. Habe mal gesagt, okay, ich halte zwar nichts von dem Weib was, und ihrem Geschwätz und der ganzen Medienscheiße, die sie da Hanna, mit der sie zu tun hat, aber schaue ich doch mal in das Industriegebiet Adlersfelde. Damit habe ich mich bisher nicht befasst, so. Dann, wo haben wir denn? Das ist was anderes. Adlersfelde. So. Und dann haben wir gesagt, schauen wir doch mal in das Industriegebiet Adlersfelde. Und jetzt geht's um den verneigungswürdigen Gedankengang des Universalgenies. Moment.
Also, da denke ich mir, schauen wir doch mal. Also, zuerst stellen wir die Überlegung ein, was kann praktisch unseren Taser in diesem abgelegenen Bereich Nieheim mit dem verbinden, was man bisher gedacht hat, oder ich gedacht habe. Das heißt, was kann ihn mit dem Raum Paderborn, Altenbeken und meinen bisherigen Reifeisenüberlegungen verbinden? So, um das geht's. Dann habe ich zuerst geschaut, wo ist das nächste Reifeisen? Passt aber nicht. Ist zu weit weg. Es ist in Steinheim hat's hier. Das wäre gar nicht kilometermäßig nicht weit weg. Aber da geht's um Folgendes. Moment mal. Ich muss mal kurz. Habe ich das Ding gerade noch offen? Irgendwo das Bildchen. Moment. Ja, um das Bild geht's. Das zeigt den Abstrahlwinkel. Den Abstrahlwinkel in Nieheim-Entrup. Gut, das, ich sag mal, ich habe mit dieser Drecksseite hier nichts zu tun, mit dem Drecksloch. Aber wenn irgendwas Brauchbares man findet, dann ich bin da oft monatelang, schauen wir da überhaupt nichts an oder so. Also ich habe mit denen nichts zu tun. Aber hier habe ich jetzt geschaut. Ich habe dieses Bild bei Google gefunden. Und dann, so bin ich praktisch, ich habe nicht bei All Mystery nachgeschaut, sondern das Bild habe ich gefunden. Und das war eben dann bei All Mystery. Auf diese Weise, über Google, bin ich dahergekommen. Weil ich über Sendemasten und so Sachen da, Fallfrau geliebt, Sendemasten und so Sachen da, irgendwo bin ich so da drauf gekommen. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Der strahlt so im großen Winkel nach Süden ab. So, und das hat mir dann gesagt, ich kann mit Reifeisen Steinheim nichts anfangen, weil die Lösung muss hier sein, praktisch. Irgendwo da ist Entrup, weiß jetzt gar nicht, wo genau der Masten ist, da müsste ich schauen. Dieses Dings da, Hanna, ist zufällig hier, keine Ahnung, was das bedeutet, also das habe ich nicht bewusst hierher gesetzt. Ich würde es auch gern löschen, aber geht jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, die Lösung muss südlich liegen. Und das Industriegebiet käme in Frage, ja. Aber da gibt's kein Reifeisen. So. Und jetzt kam eben das Universalgenie und hat überlegt, wie kann ich eine Verbindung finden? Wenn man mal die These aufgreift, das Industriegebiet Nieheim hat eine Rolle gespielt.
Moment, gar nicht, dass er dort, ich sag mal, das war sofort eine Vergewaltigung am Anfang. Und er ist bewusst nach Nieheim gefahren, also um praktisch eine falsche Spur zu legen. Der hat von Anfang an daran gedacht, dass diese Anrufe dass die Polizei das feststellt und so sich was dazu überlegt. Deshalb war das ab dem ersten Moment war das schon eine falsche Spur nach Nieheim und es war eine Vergewaltigung und dann hätte er sie eigentlich gleich umgebracht. Weil die Frauke so diplomatisch sein kann, wie ihre Mutter sagt, das glaube ich an dem Punkt, hat die praktisch es geschafft, den Täter zu überreden, dass er sie noch eine Weile leben lässt. So. Und dafür hat die Frauke mitgespielt, sozusagen, um eine unverdächtige Mail zu schreiben, oder SMS zu schreiben, wo sie dann mitgewirkt hat, sage ich mal, dass die unverdächtig war, wo sie also so, wenn das jetzt eine Mail gewesen, SMS gewesen wäre, wo sofort die Angehörigen gesagt hätten, die ist nicht von der Frauke, die ist wohl entführt worden, wir tun sowieso sofort, gehen sofort zur Polizei, aber das war eben praktisch der Deal mit dem Täter oder die Bedingung war, weshalb er sie leben lässt, war eben keine Polizei. Und da hat sie die Frauke am Anfang in der ersten SMS mitgemacht. Da hat sie noch nicht gedacht, sie stellt ihm eine Falle, sondern hat versucht einfach dass in dieser ersten SMS alles unverdächtig wirkt. So. Aber es war sofort eine Vergewaltigung und das heißt, da ist auch nicht anzunehmen, dass die Vergewaltigung im Bereich hier erfolgt ist. Nein. Hier muss man annehmen, zuerst ist die Vergewaltigung erfolgt und dann, und das mag irgendwo im Wald oder irgendwo, wo es halt abgelegen ist, und dann ist der Täter zum Absenden dieser SMS dahergefahren. Das heißt, die Vergewaltigung, die kann auch schon, was weiß ich, sofort kurz nach außerhalb von Paderborn kann das schon gewesen sein. Und normal wäre sie dann sofort ermordet worden und so. Aber als es dann darum ging, eine falsche Spur zu legen, deshalb ist man nach Nieheim gefahren. Und dann, sage ich mal, dann, deshalb, ich habe ja was gemacht, weil mich die Überlegungen der Mutter mit Allersfelde, wenn ich auch von dem Weib nichts halte und sie lauter Blödsinn gemacht hat in dem Fall. Aber ich habe mich noch nicht mit diesem Industriegebiet Allersfelde auseinandergesetzt und habe gedacht, das schauen wir doch mal an. Und also ich kann mir das so vorstellen, dass die falsche Spur und das Telefonat erneut auch hier im Industriegebiet stattgefunden hat, ja, und jetzt kommt das Entscheidende, dass der Täter dazu beruflich erworbenen Ortskenntnisse verwendet hat. Also ich berufe mich ja auf meine absoluten Universalgenie-Leistungen als zukünftiger Weltführer, hier im Fall Frauke Liebs, in der Vergangenheit, was ich hier über Jahrzehnte in diesem Fall recherchiert und gemacht habe und so weiter. Über ein Jahrzehnt, jetzt nicht mehrere Jahrzehnte, aber was ich über ein Jahrzehnt hier recherchiert habe und so weiter,
Das hat mich auf diese Reifeisenspur gebracht. Und wenn man das jetzt zugrunde legt, aber es hat keine Reifeisen in Nieheim, dann geht es eben darum, wie kann man das, was man hat, mit dem Reifeisenbereich Paderborn, Altenbeken, wie kann man das verbinden mit Nieheim, wo es aber gar kein Reifeisen gibt, so. Und da habe ich etwas gefunden, als größtes Universalgenie der Menschheitsgeschichte. Und zwar habe ich mir die Firmen etwas angeschaut. Das hat jetzt hier nichts zu tun, das ist einfach Industriegebiet Allersfelde. Jetzt, ich mach's ein bisschen weiter raus, dass es nicht so wirkt, das ist, das ist das. Und da habe ich mir überlegt, was könnte man praktisch hier, welche Firma könnte einen Bezug haben, dass man sagen kann, dieser Täter, der sein Hauptgebiet hat im Raum Altenbeken, Paderborn, hat aber irgendwie auch gewisse Ortskenntnisse in Nieheim. Und der könnte ja dort eine Oma oder eine Freundin oder was weiß ich. Aber ich bin mal beim Beruflichen geblieben und habe mir einfach überlegt, welche Firma könnte das sein? Und dann, dann bin ich tatsächlich auf etwas gekommen. Und das hat mit dem Tankcenter Nieheim und der Firma Rieks zu tun. Die Firma Rieks Nieheim, die haben also eine Tankstelle. Sie haben hier, das sind Baustofftransportfahrzeuge und das sind so Tankfahrzeuge. Und ja, und jetzt kommt, das ist ja fast Gänsehautmäßig geil. Was jetzt kommt, wenn man sich überlegt, wie viel Ecken herum das jetzt sich so entwickelt hat. Und zwar habe ich einerseits, kam mir die Idee, Reifeisen, da habe ich bisher, wie gesagt, ich denke an ein Land, jemand, das Ding heißt ja, da geht es ja um Landwirtschaft. Frau Geliebs und der landwirtschaftsaffine Reifeisen Heizöl Auto Fahrer des Todes. Und da wird mehreres praktisch zusammen, fließt da zusammen. Leute, die einen Hof haben oder die aber nur als nur noch so nebenerwerbslandwirtschaftsmäßig das betreiben, also die keine Vollzeitbauer sind, da aus meiner Lebenserfahrung weiß ich einfach, wenn die sich einen Beruf suchen oder irgendwo etwas arbeiten, dann haben die auch, versteht ihr, bei mir in Marbach, wo ich früher war, in Marbach, am Neckar, da gab's die Labak. Marbach, so. Und das ist so ähnlich wie Raiffeisen. Das ist so eine regionale, oder sind sie mittlerweile am Raiffeisen? Die sind sie sogar irgendwo beigetreten. Und haben, ja genau, früher waren die selbstständig und jetzt sind sie praktisch so wobei getreten und genau, und gehören jetzt zu so einem Verbund, aber früher waren sie selbstständig und da habe auch ich, als ich meinen Gartenlandschaftsbau hatte, bei denen, da jetzt, nicht in, das ist für die Bauern, wo sie ihre Getreide abgeben, aber da gibt's praktisch so, Blumen habe ich auch nicht gekauft dort, aber
Die haben auch so einen Markt, wo da sieht man jetzt ein bisschen was zum Essen, aber die haben auch Werkzeuge und so. Und das ist hier gewesen und da habe ich in Marbach manchmal eingekauft, nicht ständig, aber manchmal, wenn das für mich aber in der Nähe war, dann habe ich dort so, und ich wusste, das haben die, dann habe ich was eingekauft, ja. Und da habe ich ja immer mitbekommen, so ein bisschen, dass klar, soweit ich es erfahren habe, sind mehrere Mitarbeiter dort irgendwie aus dem landwirtschaftlichen Bereich gekommen, sage ich mal so. Also die örtlichen Landwirte, wenn die, sage ich mal, noch einen Job brauchen, dann gehen die jetzt nicht zuerst, was weiß sie, fragen sie an der nächstgelegenen Bank, ob sie jetzt als Finanzberater arbeiten können oder so, sondern das ist irgendwie, da ist eine gewisse Nähe da. Also zu so einem Raiffeisen Landwirtschaftsmarktumfeld, das ist etwas, wo eine gewisse Nähe hat zu Landwirten. Und dass jetzt jemand, der zu Hause einen Hof hat, aber kein Vollerwerbslandwirt ist, entweder Vollzeit oder Teilzeit bei so einer landwirtschaftlichen Genossenschaft arbeitet, das ist etwas Typisches, sage ich mal. Das ist etwas Typisches. Jetzt muss ich gerade mal was gucken. Moment. Ist das überhaupt Marbach? Nee, das ist gar nicht Marbach hier. Was ist das für ein komischer Markt hier? Das Bild. Das ist doch nicht Marbach her. Von wo soll denn das aufgenommen sein? Ja, das Gelände der Labang in Großbud war. Ja, ja, gut, okay. Kein Problem. Die anderen Sachen sind schon von Marbach, die man da gesehen hat. Aber das ist Marbach, das ist Marbach, das ist Marbach, alles Marbach. Aber das eine Bild kam mir dann komisch vor, ja. Ja gut, okay, ich ja jetzt, aber das ist mein Dings gewesen, mein Ansatz, so. Und das heißt, ich gehe davon aus, von einem Täter, der hat, also aus den vorherigen Sachen, meine genialen Herleitungen, die ich da habe, da berufe ich mich jetzt drauf praktisch, das kann man nachschauen. Also das ist auf meiner Website der Artikel vom 30. November 2022. Im Fall Frau Geliebs deckt Agrarbereich Landwirtschaft Altenbeken alles ab. Besser als verengt nur Thema Raiffeisen. Letzter Schliff für Fallanalyse, ja. Schon Thema Raiffeisen, aber nicht 100% darauf beschränkt. Also letzten Endes geht es um einen Täter, der sowohl zu Hause Landwirtschaft hat, der landwirtschaftliche Gebäude hat und da praktisch in so einem Bereich die Frauke auch versteckt hat und der aber gleichzeitig angestellt ist, wahrscheinlich bei Raiffeisen oder etwas Vergleichbares, ja. Aber ja, wahrscheinlich eben mit größter Wahrscheinlichkeit Raiffeisen. Das ist der Zusammenhang, den ich jetzt bisher hatte. Und jetzt fragt man sich, wie verbinde ich das mit diesem Industriegebiet in Nieheim? Und ja, also erst habe ich, wie gesagt, Landwirtschaft und Agrar so, dass jemand vielleicht, ja, diese Dings beliefert vielleicht. Ich habe ja gesagt, wahrscheinlich jemand, der rumkommt. Entweder als Vertreter oder als Fahrer von einem LKW, der dann zum Beispiel, die haben ja so viele verschiedene Standorte, da sieht man, das sind die verschiedenen Standorte. Man kann das auch schauen. Moment, machen wir mal Raiffeisen, Westfalen, Mitte.
Raiffeisen Westfalen Mitte. So, und dann kann man auch so, dann kann man, das sieht man jetzt hier in der Karte auch, Standorte. Westfalen Mitte ist so ein Gebiet und da sieht man, das sind diese Standorte, vor allem eben hier und das sieht man, das ist hier Paderborn, Soest steht hier, Soest, was, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, das gehört noch dazu. Zös gehört auch dazu, aber jetzt haben wir hier Paderborn und dann hört es aber irgendwo auf. Und das Letzte, wo es dann so also erstmal aufhört, ist Buke. Und zwar, das ist also bei Altenbeken so. Um den Raum geht's praktisch. Um die Standorte. So. Und das ist dann das. Und dann habe eben gedacht, ja, das sind ja die verschiedenen Märkte und da muss man ja dann Waren praktisch beliefern, so, was weiß ich, Blumensamen und irgendwelche Sachen, dass jemand mit dem LKW rumgefahren ist, beruflich und dabei hat er die Orte kennengelernt, wo er sich dann später mit der Frauke aufgehalten hat. Das ist die Überlegung gewesen. Und das habe ich da ganz toll und niveauvoll und so hier ausgearbeitet. Hier, da eine, das ist eine ganz tolle Karte, wenn auch die Eintragungen so klein sind, so ein bisschen unscheinbar. Aber da sieht man, das eine, das Blaue ist eine Örtlichkeit im Fall Frau Geliebs und das Lilane ist daneben ein Raiffeisenmarkt, der ganz nahe ist. Und da sieht man, wie präzise das zusammenhängt, wie es hier passt. Das ist zwar weiter auseinander, aber es ist beides direkt an der Autobahn, eine Ausfahrt weiter. Und dann haben wir hier praktisch, ich nehme ja an, dass der Täter aus Altenbeken ist und der Leichenort wäre dann auch auf dem Weg, sage ich mal, zum Raiffeisenstandort Torfbruchstraße oder wie es heißt, ja. Also, das sind da praktisch die Überlegungen dahinter. Dass es auf dem direkten Weg von Raum Altenbeken, wo ich den Täter vermute, dass das sein Wohnort ist, zu diesem Torfbruchstraße, da ist die Leichenablage. So. Und jetzt ist eben die Frage, was gibt's etwas, wie man denn das Industriegebiet und eine Firma dort in einen Zusammenhang bringt, wenn es jetzt auch nicht über Raiffeisen ist. Und ja, und jetzt ist es so, zu den Sachen, wo Raiffeisen Mitarbeiter ausliefern, gehört eben auch Heizöl. Und das ist jetzt die neue Überlegung. Hier das Einzige, wo dieses Kaff wo das jetzt etwas sich unterscheidet, als dass es ein ganz kleines Kaff irgendwo weit weg ist. Das Einzige, was das ein bisschen an das Thema Raiffeisen und Paderborn und Altenbeken, was das ein bisschen anlehnen kann, ist das Thema Heizöl. Und jetzt kommt's. Mein Onkel Willi Wieland hatte einen Heizölhandel.
Und da habe ich jetzt Insiderwissen. Meine Mutter Ruth, geborene Wieland, Ruth Faeser, geborene Wieland, war die Tochter eines Baustoffhändlers. Die haben also früher alles gehabt. Jetzt gehen wir mal ein, Baustoffe, Wieland. Wieland, Marbach, Baustoffe. Ob einfach noch was kommt, irgendwie, das ist die Firma gibt es nämlich, aber ob einfach, wobei, was meine Cousine hat ein bisschen weitergeführt, aber ich weiß nicht, ob sie noch irgendwas. Nee, also, da wird jetzt Marbach, jetzt gehen wir ein, Neckar, hat sie es jetzt wirklich so alles komplett abgewickelt, dass gar nichts mehr, nicht Doktor, denn es gibt es nicht Doktor Wieland, Blödsinn. Jetzt gehen wir mal ein, Willi Wieland, das war der Onkel. Nein, da gibt's nichts mehr drin. Aber es muss doch irgendwie, ich sag mal, wenn jemand so lange, das ist auch nicht, wenn jemand so lange, dann kann, irgendwo müsste es doch der Willi Wieland noch, dass es, man sagt doch, das Internet vergisst nichts. Und das gibt nichts. Das Doktor, das ist was anderes. Das kann ich gleich mal machen. Minus Doktor. Dass das da nicht angezeigt wird, da, das Doktor. Ist da nirgendwo mehr mein Onkel Willi Wieland? Das gibt's doch nicht. Das heißt doch, dass das. Lass uns mal Willi weg. Ah, das ist es. Das ist es dann. Irgendwo muss doch noch was sein. Willi Wieland. J.F. Wieland und Söhne. Johann Friedrich Wieland. Das war mein Opa. Johann Friedrich Wieland und Söhne, Kohlen und Baustoffe in Marbach am Neckar, das ist es, seht ihr, das gibt es, das kann man sich doch nicht vorstellen, dass etwas total außer Dings gelöscht ist, praktisch aus dem Internet, ja, es gibt es noch, also, oder hier, Building Supplies, das ist eben noch so eine Karteileiche, aber es gab's eben mal und das ist das in der Hafnerstraße 4, so genau dort war mein Onkel, so. Und mein Onkel, schauen wir mal auch kurz, gehen wir mal rein, wie sieht's denn dort aus? Da war ein großer Öltank. Ich denke mal, den haben sie mittlerweile entfernt. Aber da hat mein Onkel Dings bekommen, Heizöl von dem großen Laster. Und dann hat er es in haushaltsüblichen Mengen ausgefahren. Und hat er in der Hafnerstraße, da ist die Hafnerstraße, so, da ist es, da war der Tank. So. Aber der ist jetzt praktisch weg. Aber der ist hier gestanden. Man könnte jetzt auch schauen. Wir haben ja, ich sag mal, das hat jetzt keinen tieferen Sinn. Aber jetzt schauen wir einfach. Marbach. Ach so, halt. Das bringt nichts. Ich muss ja um frühere,
Aufnahme zu sehen, muss ich das hier öffnen. Das andere Google Earth. So. Und dann kann ich nämlich Marbach am Neckar. So. Dann kann ich da das aufrufen, auf, flieg hin. Und dort kann ich mir dann auch zur Hafnerstraße gehen, wo jetzt das ist hier, das ist das Haus. So, und das, da hat jetzt meine Cousine Isolde, wohnt in dem Haus, und der, ihr Mann ist Architekt, und dann hat er das sich so ein bisschen, hat er da so ein bisschen so künstlerisches Zeug, so den Garten ein bisschen, ist ja scheißegal, was der ist, aber auf jeden Fall, die haben es jetzt gerade nicht nötig, das zu bebauen. Denen gehört das Ganze da hinten bis darum, darum, bis darum. Und die Gebäude, das war der Baustoffhandel, da ist der Zement unterm Dach gewesen und hier war der Tank. So, und jetzt schauen wir mal, das ist jetzt, jetzt gehen wir mal in der Zeit etwas zurück. Jetzt haben wir 2024, jetzt gucken wir mal, was war denn 2018? So, auch da war es schon so. Jetzt schauen wir aber zurück, was war denn 2012? Auch da war es schon so. Okay, 2008 sieht auch noch so aus. Und jetzt wird die Qualität immer schlechter. Ich frage mich jetzt, wann haben die diesen Tank entfernt, weil da war der Tank. Okay, gut, jetzt kann ich mein Spielchen hier jetzt nicht, weil da kann ich praktisch in alten Aufnahmen schauen, aber hier war der Tank gestanden. Gut, jetzt wollte ich einfach zeigen, dass hier der Tank steht. Ist ja scheißegal, ob hier ein Tank steht. Aber es geht um Folgendes. Das war eben immer so eine Sache. Jetzt gehen wir, da kann ich jetzt rausgehen, da gibt's jetzt nichts Besonderes mehr. Aber gehe ich dann trotzdem, also, hier war der Tank. Und das Problem mit dem Tank, was heißt Problem? Da kam also immer ein großer, LKW, so ein Sattelschlepper, und hat diesen Tank gefüllt. Und dann hat mein Onkel immer wieder sein kleines Heizölauto befüllt aus dem Tank heraus. Also eine Hin- und Her-Pumperei. Und er ist dann praktisch zu den Kunden gefahren, die er hatte. Das Ganze war so, mein Onkel hatte die Kunden. Davon hat er gelebt sozusagen. Dass die Leute, wenn sie Heizung brauchen, bei ihm angerufen haben sozusagen. Das war weil sonst, wie soll man sagen, wenn es jetzt nur so um, oder anders muss man sagen, ja, also das war seine Stärke eben, sein Vorteil. Er hatte die Kunden. Und wenn es aber so war, dass jetzt ein Kunde so viel brauchte oder dass man an dem Ort hinfahren konnte, auch mit dem großen Auto, dann hat sich mein Onkel Willi Wieland gesagt, fahre ich doch nicht dort selber hin und tu vorher das Heizöl vom Tank erst liefern lassen in den Tank rein, dann wieder vom Tank raus in mein Auto und dann wohin fahre, sondern schick ich doch dieses große Auto, das sonst bei mir hier abladet, direkt zu meinen Kunden. So.
Und um das geht's, versteht ihr? Und jetzt erinnern wir uns, und das war die Einleitung, und jetzt erinnern wir uns an die Firma Rix in Nieheim. Die haben, das ist jetzt heute, aber 2006 waren die noch nicht so groß. Und wenn es dann eine Dings gibt, also gerade viele Aufträge und vielleicht darf dann nur ihr Fahrer irgendwie krank werden oder so, dann sind die dann habe ich mich erinnert, Mensch, wäre doch möglich, dass es praktisch dieser Rix hier in Nieheim mit dieser größeren Raiffeisen zusammen. Ich weiß jetzt nicht, wie da sonst das Ganze, wo, also es wird ja letzten Endes über, da kommt es ja irgendwo über den Fluss, sagen wir mal. Erst also mit dem Dings, mit dem Supertanker über den Atlantik nach Rotterdam, ob es auch nach Hamburg geliefert, wahrscheinlich eine gewisse Menge auch nach Hamburg, aber also ein großer Teil landet am Ende auf dem Rheinschiff und das, was wir hier in Marbach da bekommen haben, soweit ich weiß, war das so, das wird auf dem Rheinschiff bis im Bereich Karlsruhe ist das geliefert worden und von Karlsruhe sind dann diese große Tanker, da, Tankwagen da, diese große LKW, haben es dann praktisch von Karlsruhe hierher zu meinem Onkel gebracht und je nachdem hat er es in seinen Tank und hat es mit seinem kleinen Auto ausgefahren oder hat er, wenn es möglich war, wenn man hinfahren konnte mit dem großen Auto, hat er es dann direkt dorthin gelotst zu seinen Kunden. Aber wie gesagt, vom Reif im Bereich Karlsruhe irgendwo so am Rhein, da ist es hergekommen. Da war die Umladestelle vom Schiff auf diese Tanker war wahrscheinlich, was heißt vom Schiff nicht direkt in den Tankwagen, sondern erst ja in ein großes Tank so am Hafen und von dort wieder so. Okay. Das, so ähnlich muss es dann auch sein. Ich habe dann versucht, ein bisschen zu recherchieren. Da ist die Weser, die sich auf der einen Seite, praktisch östlich von Paderborn, kommt da irgendwann die Weser. Da gibt es auch gewisse, ich habe jetzt keinen Ölhafen gefunden dort, aber auf der Weser kann man auch mit dem Schiff was bringen. Oder sonst eben von Raum Duisburg. Duisburg ist einer der größten Häfen dort. Oder irgend so da hat's ja auch die Kanäle, da weiß ich auch nicht, da gibt's ja auch Verbindung bis praktisch von der Weser bis zum Rhein durch Kanäle. Also wo das jetzt angelandet wird und auf der LKW-Verlader genau, weil das weiß ich jetzt nicht und ist jetzt auch nicht entscheidend. Aber diese Überlegung, das ist es, das könnte es sein. Das ist auf jeden Fall absolut plausibel. Wenn man jetzt da anruft, sagt er vielleicht, nein, ich habe noch nie mit der Firma Raiffeisen zu tun gehabt. Bla bla bla, keine Ahnung. Es kann aber auch natürlich sein, dass hier ein Fahrer, sage ich mal, Tankwagenfahrer ist. Das ist ja schon ein bisschen was Spezielleres. Die werden auch besonders gut bezahlt. Also wenn, und die brauchen besondere Qualifikationen. Das heißt, wenn jemand die Qualifikationen hat, Tankwagen zu fahren, und er wechselt den Arbeitsplatz, dann wird er versuchen, im Bereich Tankwagen zu bleiben, weil er da viel besser verdient. Also, das heißt, wie auch immer das genau ist, ob es so war wie, oder gewesen sein könnte, wie bei meinem Onkel, dass die Firma Rix
bei einer großen Auftragslage, wenn sie sagen, okay, wir können es jetzt nicht selber ausfahren, aber wir nehmen dann wenigstens den Auftrag an und tun dann praktisch wie ein Subunternehmer praktisch tun das dann mit einer anderen Firma, also so dass sie dann auf jeden Fall noch was dran verdienen, und der andere fährt es halt in dem einen Fall aus, weil es halt jetzt gerade nicht anders geht. Aber sie verlieren den Kunden nicht, sie schicken den Kunden nicht einfach weg und sagen, wir können es nicht machen, gehen sie zum anderen, sondern sie nehmen den Auftrag an und setzen dann eine andere Firma ein wie ein Subunternehmer. Die sagen, okay, wir haben einen Kunde, ihr könnt was verdienen, aber wir wollen auch was dran verdienen. Und wenn beide Firmen was dran verdienen, dann wieso nicht? So hat's mein Onkel gemacht. Und es gefällt mir jetzt, dass ich hier richtige Insider-Wissen vom Ölhandel habe, das ich in meinen Kriminalfall Frau Geliebs einbauen kann. Das war jetzt der Witz, warum ich so ein bisschen ausführlich Sachen erzählt habe, die eigentlich gar nicht so wichtig ist, wo jetzt genau der Tankstand in Marbach am Neckar bei meinem Onkel Willi. Aber ich wollte das ein bisschen authentisch machen, dass ich hier so ein bisschen Insiderwissen habe. Obwohl nicht als selber Ölhändler, aber so am Rande eben des Ölhandels habe ich gelebt. So, und und das ist jetzt etwas, wo das hat so unscheinbar angefangen. Aber es ist nicht so, dass ich mich total drauf versteife und sage, ja, der muss von Raiffeisen ein Ölwagenfahrer sein. Das geht gar nicht anders. So sage ich es nicht. Aber ich sage, das hat's in sich. Das ist eine Weiterentwicklung eines Szenarios. Das ist so, natürlich, also beim Thema Profiler gibt es alles Mögliche. Es gab im Fall, also jetzt nenne ich mal zwei Extreme. Im Fall Tristan Brübach hat sich ein Profiler erdreistet, einen Blödsinn zu reden, wie er geht davon aus, dass der Täter einen Bart hat und im ersten Stock in einer Mansardenwohnung lebt. Also das ist Kaffeesatzleserei. Das ist so psychologisierendes Scheißdreck. Einfach dummes Zeug rausgeschwätzt, wo so Kaffeekugel, Glaskugelmäßig. So, dass das Blödsinn ist, das haben sie dann wahrscheinlich selber irgendwann mal gemerkt und dann sind sie übergegangen, sich ganz, ganz, ganz zurückhaltend zu äußern. Und das ist dann aber auch, da sind sie in ein Extrem abgerutscht, wie im Fall Mirko Schlitter, wo es geheißen hat, wir gehen davon aus, dass der Täter zwischen 16 und 80 Jahre alt ist. Und dann sage ich, ja, was bleibt denn da noch übrig, dass er kein Säugling ist, das kann man sich denken. Und dass er, sage ich mal jetzt, was weiß ich, kein 100-Jähriger ist, das kann man sich auch denken. Aber wenn man den Bereich so groß hält, zwischen 16 und 80 Jahren, dann kann man es auch gleich bleiben lassen. Also man muss sich in einer gewissen Weise, also ohne so einen Blödsinn zu labern, wie wir gehen davon aus, dass der Täter Bartträger ist. Wenn es jetzt einen Zeugenhinweis gegeben hätte oder so, aber einfach aus psychologischen Gründen, weil ein Bartträger vielleicht eher einen kleinen Jungen umbringt oder an Scheiß hat sich dieser Dings da gedacht, wo es keinen Grund gegeben hat, dafür sowas zu machen. Also, man muss aufpassen, dass man weder im einen Extrem noch im anderen abrutscht. Ich könnte jetzt auch sagen, der Täter hat wahrscheinlich, sage ich mal,
eine Vorliebe für Gehstücke, weil man mit Gehstücken auch auf den Friedhof gehen kann. Und er ist aber auch gern auf den Friedhof gegangen, weil er eine Vorliebe für den Tod hat. Das ist Blödsinn. Also, was hat denn ein Gehstock mit dem Friedhof? Klar kann ich mit dem Gehstock auf den Friedhof gehen, aber da gibt's doch keine echte Verbindung. Also, man kann einen Scheiß aus sich zusammenreimen. Das sollte man nicht machen. Aber andererseits kann man es auch so vage lassen, dass man gar nicht weiterkommt. Deshalb ist es, es ist sinnvoll, versuchsweise sich ein bisschen innen vorzutasten. Also, wenn ich jetzt seither war beim Thema Reifeisen, dann und jetzt bin ich schon auch noch bei Reifeisen, aber eben nicht normaler Fahrer, sondern, was ich sage, der Täter im Fall Frauke Liebs. Es spricht etwa eine, was heißt Wahrscheinlichkeit, aber es ist ein plausibles Szenario, das man überprüfen kann. Und um das geht's, dass man es überprüfen kann, dass der Täter der Fahrer eines Reifeisen-Heizöl-Autos, LKWs war praktisch, eines Heizöl-LKWs von Reifeisen. Das ist eine kleine weitere Verengung, dass da wird dann der Personenkreis kleiner und die Überprüfungsmöglichkeiten größer. Und ja, und das ist eine Gratwanderung. Wie gesagt, man kann auf der einen Seite einen Fehler machen, man kann auf der anderen Seite Fehler machen, aber je länger das zurückliegt, die Tat, desto mehr muss man einen Volltreffer haben und auch, sage ich mal, wenn man der Polizei etwas vorschlägt, tun Sie Ihre Daten mal überprüfen, wer zur Zeit des Verschwindens der Frauke Liebs im Raum Altenbeken gewohnt hat, der einen Landwirtschaftsbezug hatte, der bei Reifeisen gearbeitet hat und dann noch Heizölfahrer war. Versteht ihr? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man eine einzige Person dann findet. Eine einzige. Das sind so viele Kriterien. Und lass es zwei Personen sein. Versteht ihr? Das ist eine Möglichkeit, weil, wenn ich der Polizei, weil jetzt noch was sage, nach dieser langen Zeit und wo sie selber schon eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen habe, und das wird eine riesige Überprüfung erfordern und viel Aufwand, dann kann man mit Sicherheit sagen, die werfen meinen Dings zur Seite. Aber wenn der Ruf des zukünftigen Weltführers langsam so praktisch nach oben, also sich ausbreitet. Und dann kommt ein braver Knappe oder ein Mägdlein des Weltführers und meldet sich bei der Staatsanwaltschaft Paderborn und sagt, das Universalgenie hat eine gute Idee gehabt, können Sie das nicht mal nachprüfen? Und ja, und dann sagt er, okay, gut, also wenn das so eine ganz, ganz einfache Überprüfung ist und das mit großer Wahrscheinlichkeit entweder zu gar niemand oder zu einer einzigen Person oder höchstens zwei führt, warum soll ich es nicht mal machen? Vielleicht ist dann, und dann bekommt er eine Personalie. Und dann kann man schauen, versteht ihr, dass diese Person, die Frauke Liebs umgebracht hat, das rechtliche Leben völlig tugendsam gelebt hat, ist auch nicht so wahrscheinlich. Wenn er jetzt ganz mit ganz schlimme Sache aufgefallen wäre, dann wäre er in einen Raster reingekommen. War er vielleicht auch, aber sie konnte ihm nichts nachweisen. Aber das ist jetzt dann, versteht ihr, da kann dann eins zum anderen kommen, da braucht man dann das Glück des Tüchtigen. Ja, aber das, was ich hier gemacht habe, kann den Schlüssel zur Aufklärung des Falles Frauke Liebs bedeuten.
Absolut, absolut. Absolut. Da ist die einzelne Dings, ich ist nicht 100% sicher, dass das überhaupt was mit Raiffeisen zu tun hat. Aber es spricht einiges dafür. Und wenn jetzt hier noch ein bisschen Glück des Tüchtigen dazukommt, kann es sein, wie gesagt, dass das zu einer Person führt und der bricht zusammen und sagt, ja, ich habe das größte Universalgenie der Menschheitsgeschichte schon seit Jahren im Internet verfolgt und konnte nur staunen, praktisch, wie er mir immer näher gekommen ist. Und jetzt bin ich so geplättet, ich gestehe alles sofort und praktisch, ja, dass er euch noch vormacht, wie man sich vor dem größten Universalgenie der Menschheitsgeschichte kapitulierend in den Stab wirft. Und er sagt, ich gestehe, ich war's, ich bin ein Mörder. Aber das Universalgenie hat mich jetzt so, ja, das ist ja fast ein Gottesbeweis. Also ich muss aufpassen. Ich mache ja praktisch die Selbstbeweihräucherung auch ein bisschen als Strafmaßnahme, sage ich mal, weil ich ja weiß, dass wie das da und dort ankommt. Okay, also, aber das ist, ich sag mal, wenn man sich jetzt das anschaut, wie lange haben wir? Eine Stunde, gar nicht so lang jetzt. Aber ich habe in den letzten Tagen hier, ich habe Fälle mit Beweisen, das sage ich immer wieder. Zum Beispiel, wie in Reichsbrücke, geht auf meine Website, und so weiter, schaut euch um. Das sind mehrere Fälle, wo ich jetzt nicht nur Theorie habe, sondern wo ich auch forensisch beweisen konnte. Fall Duncan McPherson, Fall Angelika Vöger und so weiter. Und da ein paar Fälle habe ich da vorne. Und da muss man sich eben ganz arg durchklicken. Man muss immer, das kann man als Video anklicken, man muss dann den Screenshot anklicken, dann öffnet sich ein anderer Artikel. Immer klicken, 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 alle Bilder anklicken. Vielleicht nicht optimal gemacht und so weiter bisher, aber ja, da hat's. Und dann hat's weitere Fälle, hat's auch, wenn man da schaut, Weltbühne, 13 Weltstar-Beispiele, da ist jetzt auch Duncan McPherson zum Beispiel. Und da muss man, ja, das ist ja ein bisschen versteckt, versteht ihr? Das heißt da Details durch Klick hier aufklappen. So, dann muss ich das erst so anklicken und dann muss ich nochmal klicken. Wenn das klickst, weiß nicht, kommt es dann auch oder kommt dann nur der Screenshot? Nein, dann wird das nur vergrößert. Du musst hier weiterklicken, und dann kommt der Artikel. Ja, vielleicht sind manche zu blöd zum Klicken. Aber das ist jetzt ein Artikel, wo wirklich, da hat dieser Buchautor John Leake über mich gesagt, dass ich besser analysiert habe wie 50 Professoren, Doktoren und gerichtlich vereidigte Sachverständige, die er in 8 Jahren Recherche befragt hat. Und nachher hat der Schweinehund, da, das ist die Gletscherleiche und so weiter und so fort. Da, das ist der Text, vom Screenshot von der Mail vom John Leake hier und so weiter. Ja, das ist auch nicht, der ist mir in der Rücke gefallen, aber der hat mich, erst hat er mich so gelobt hier. Und nachher hat er sich nicht mehr getraut, öffentlich dazu zu stehen, weil es dann wäre rausgekommen, dass sein Buch, das er geschrieben hat, praktisch falsch war. Weil ich habe viel mehr rausgefunden wie er. Und dann
hat er einen Teil von mir übernommen in sein Buch, auf seine Website, weil ich habe ja von ihm praktisch, ich habe von ihm diese Bilder von der Leiche zum Beispiel, diese Sache, das sind alles Bilder von der Angehörige und eben die habe ich über ihn erhalten, sonst hätte ich doch keine, das sind die Beine der Gletscherleiche, wie sie beim Professor Rabel oder Dr. Rabel in Innsbruck auf dem gerichtsmedizinischen Untersuchungstisch liegen. Woher sollen ich so Bilder bekommen? Das habe ich natürlich von denen bekommen. Und von der Angehörige und von dem John Leake. Und da hat er sich natürlich gedacht, da kann er ja von mir auch etwas nehmen. Aber das ist so, versteht ihr, diese Analyse, das Bild habe ich von ihm, aber die Analyse, was man drauf sieht, das ist meine Arbeit. Und er hat dann so gehandelt wie, ja gut, ich hole mir das Bild eben zurück mit der Analyse und tu dann so, als ob es mein Bild wäre. Der hat das für seine Arbeit ausgegeben. Der hat mich nicht erwähnt. Der hat dieses so ein Bild, hat er sich zurückgeholt auf seine Website mit meiner Auswertung und hat es nicht praktisch kenntlich gemacht, dass das meine Arbeit ist. Da sieht man's. Das ist selber von ihm, und so weiter. Aber er hat keine Erkenntnisse dazu, keine richtigen gehabt, sozusagen. Aber das hat er dann, Moment. Dass ich jetzt nichts Falsches sag. Weil nee, dass ich da was Falsches sag. Ich habe da ein anderes Bild in Erinnerung, weil das ist ja etwas. Das muss jetzt nicht von mir sein, das der Hanna. So viel hat er noch selber erkannt. Aber ich habe doch in Erinnerung, dass er... Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage über ihn. Cold a long time. Das sind meine Auswirkungen, genau. Das mag noch von ihm selber sein, das da Hanna. Aber das sind meine Auswertungen. Das ist rein von mir, ja. Und das erwähnt er überhaupt nicht. Und er übernimmt das, was ich rausgefunden habe, in seines Reihen. Das hab exklusiv ich herausgefunden. Ja, seht ihr, ich war jetzt bereit, mich zu korrigieren. Als ich das gesucht habe, habe ich schon gedacht, oje, habe ich etwa einen Fehler gemacht, weil das der Hanna, da habe ich gedacht, okay, also das habe nicht ich so, ich habe diese Bilder so gemacht, da war nur das eine dort und da war ich schon bereit zu sagen, oh, jetzt habe ich was verwechselt, aber jetzt habe ich nachgeschaut und jetzt, es ist sicher, das hat er von mir gestohlen. Ja, ich habe von ihm praktisch
die Rohbilder übernommen, aber das sind eben nur Rohbilder. Die geistige Arbeit, das ist meine Leistung. Und das kann man so nicht auf eine Stufe stellen, dass man sagt, ja, ich habe ja die Bilder von ihm und er kann auch meine Leistungen für sich reklamieren. Ja, also das war der John League und so weiter. Das ist ja nur einer von vielen Fällen. Ich bin ja jetzt in das reingeschlittert bin dann. Also ich habe, das ist eine ganz ausführliche forensische Arbeit, nichts mit Vermutung und irgendwas. Das sind Beweise. Und besonders extrem ist eben Fall Angelika Vöger und vor allem auch bei der Reichsbrücke und so weiter. Also, aber ich habe eben auch solche Fälle wie jetzt hier bei Frauke Liebs, die das Potenzial haben zur Weltsensation, aber die noch nicht endgültig bewiesen sind. Aber ich bin weitergekommen, nicht auf der Basis, dass es was beweisen konnte, aber ein plausibles Szenario habe ich noch ein Stück weiter entwickeln können, in der Weise, dass die Überprüfungsmöglichkeit jetzt wirklich, wenn man sagt, Herr Staatsanwalt, wie heißt der Waschkies, glaube ich, Sie brauchen nur schauen, Fahrer der Firma Raiffeisen zur damaligen Zeit, schauen Sie, zur Sicherheit mal alle Fahrer. Es kann natürlich auch ein Vertreter sein, muss kein Fahrer sein, es kann auch einer vom Büro sein. Aber dann wird es ja wieder schon unübersichtlich. Deshalb, man muss es versuchen einzuengen, auch wenn es dann nicht 100% sicher ist. Aber mit dem Glück des Tüchtigen bekommt man dann eben ganz, ganz wenige Ergebnisse für Personen, die man überprüfen kann. Also, dass man sagt, okay, schauen Sie sich die Fahrer von Raiffeisen zum damaligen Zeit an, besonders die mit Öl LKW, also mit Tanker, mit Öltanker LKW unterwegs waren, ja, und dann unter dem Gesichtspunkt, dass für mich der Täter aus dem Raum Altenbeken kommt und noch irgendeinen landwirtschaftlichen Bezug hat. Und dann muss man eben schauen, wenn man das alles zusammennimmt, kommt man vielleicht höchstens auf einen, den überprüft man natürlich besonders. Wenn das kein Volltreffer ist, vielleicht gibt es auch gar keinen, auf den alles zutrifft, dann weitet man das Ganze eben ein bisschen auf, macht es ein bisschen allgemeiner, sage ich mal, solange es eben die Staatsanwaltschaft für vertretbar hält. Aber vom Arbeitsaufwand her. Aber das ist mein Hinweis. Und man kann ihn, sage ich mal, auch, wenn es darum geht, dass es heißt, okay, nee, also das grenzt ja an, oder das erscheint ja wie Spekulationen. Da können wir jetzt nicht viel polizeiliche Arbeitskraft reinstecken, aber gut, eine Überprüfung kann man machen. Dann würde ich sagen, also dann sucht nach einem Öltankerfahrer. Überlege jetzt, wie heißt man das? Tankfahrzeug. Nach einem Tankfahrzeugfahrer der Firma Raiffeisen. Und wenn es da es ja da mehrere gibt, jemand mit landwirtschaftlichem Bezug, wenn es da auch mehrere gibt, dann vorzugsweise Altenbeken, Raum Altenbeken. Und dann denke ich, dann hat man wohl nur noch eine Person. Wenn es einen gibt, sage ich mal dort,
dann hat man es aber schon so speziell eingegrenzt, dass es dann eine Person vielleicht noch gibt. Ja. Also, das hat keine Garantie, aber mit etwas Glück des Tüchtigen, denke ich, ist man hier, ja, das kann sein, versteht ihr, wenn ich jetzt eine Mail schreiben würde heute, die wird morgen gelesen, die Ermittlungsschritte, die hier praktisch notwendig wären, mal in der Personalabteilung, bei Raiffeisen Mitte, Raiffeisen Westhalen Mitte anzurufen, mein Hinweis hat das Potenzial, dass der Fall Frau Geliebs in dieser Woche noch aufgeklärt werden kann. Das Potenzial ist da. Ja. Okay. Und dann ist die alte K.O. Dann ist die alte K.O. Und das hat sie dann auch sich selber zuzuschreiben. Okay, gut. Ja, weil das ist wirklich, die tritt so freundlich auf, aber mir ist nur das Böse, das Hässliche, das Bäh begegnet. So, also, darauf habe ich jetzt reagiert. So, das war das, was ich zu sagen hatte jetzt. Ich bin einen Schritt weiter im Fall Frau Geliebs und schauen wir mal, wie es weitergeht. Soweit dazu.